Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen, Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus. Und zwar heute zu einem Video, wo ich gar nicht weiß, wie ich das so richtig anfangen soll. Und zwar haben wir heute ein Set von Gulu Gulu, was ich auf diesem Kanal ja noch nie vorgestellt habe. Damit ist das auch eine Premiere. Aber das ist auch ein ganz besonderes Set, wo ich erstmal ein paar Side-Facts dazu erzählen muss. Ihr seht ja schon diesen riesigen Teilehaufen hier. Das sind angeblich 2127 Teile nach dem Angebot auf AliExpress, was ich da gekauft habe. Und zwar ist das laut Angebot der Leopard 2 Panzer. Und das ist aber immer noch nicht so besonders, da habt ihr recht. Jetzt sage ich euch aber, was ich dafür bezahlt habe. Dieses Set hat, wie gesagt, angeblich 2127 Teile und ich habe 12 Euro dafür bezahlt. Mit Versand. Also da war alles drin. Und jetzt gilt's für uns mal rauszufinden, was für ein Scheiß muss das sein, wenn wir hier 2127 Teile für 12 Euro bekommen. Und wenn es kein Scheiß ist, gilt's rauszufinden, sind es wirklich 2127 Teile oder ist das ein Scam im Endeffekt? Und wenn das beides nicht zutrifft, dann gilt es nur noch ein was zu tun, und zwar sich das Ding so oft wie möglich zu kaufen. Nee, ich bin auf jeden Fall super, super gespannt, was mich hier erwartet. Aber okay, lasst uns nochmal kurz über die Anleitung reden, und die ist relativ schmucklos. Also vorne einfach nur der Panzer freigestellt auf weißem Hintergrund und die Hinterseite ist auch komplett leer. Wenn wir die Anleitung dann aufmachen, sehen wir als erstes, okay, großer Stickerbogen mit dabei. Kann ich aber alles verzeihen, wenn wir hier wirklich 2127 Teile für 12 Euro haben. Das bleibt eben noch abzuwarten. Dann sehen wir hier auch schon, das geht relativ flott voran in der Anleitung. Das ist der Fortschritt von 7 Bauschritten. Es wird ausgegraut. Was schon gebaut ist und was neu gebaut wird, wird in Farbe dargestellt. Wir haben relativ viele Bauschritte pro Seite. Das Lustige ist, wir haben hier angeblich nummerierte Tüten. Ich finde aber auf den Tüten keinerlei Nummerierung. Dementsprechend muss ich da nochmal nachforschen, ob ich da irgendwas übersehen habe. Insgesamt hat die Anleitung auf jeden Fall 50 Seiten und 161 Bauschritte. Ich bin wirklich gespannt, weil dann müsste man ja, wenn es wirklich so viele Teile sind, pro Bauschritt hier wirklich einige Teile verbauen. Ich werde euch auf jeden Fall am Ende Bescheid geben und ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Review. Und fertig sind wir mit dem dritten Bauabschnitt bzw. der dritten Tüte. Ich habe nämlich eine Nummerierung auf den Tüten gefunden. Das ist im Endeffekt hier eine Zahl, die dort immer hier mit drauf steht. Über dem Made in China Logo, und da ist quasi diese Zahl, die hinter dem Minus steht, immer die Bautüte. Das ist auf jeden Fall eine interessante Sache, weil man quasi dann immer nur eine Tüte hat, verbaut die nächste Tüte. Das ist ja wirklich sehr gut sortiert worden. Und ich weiß gar nicht, wie ich hier jetzt anfangen soll, weil ich muss sagen, ich bin ein bisschen sprachlos. Und das bin ich nicht oft. Wäre auch nicht die beste Eigenschaft für jemanden, der Reviews auf YouTube macht. Aber, wie gesagt, 12 Euro. Wir gehen noch davon aus, es sind über 2000 Teile, aber die Qualität ist wirklich gut. Wir müssen realistisch sein, wir verbauen hier keinen Kobi. Aber es ist ein sehr ähnliches Baugefühl. Ja, wir haben ja auch die Steine, die relativ fest miteinander verbaut werden. Also wie gesagt, wie Kobi, ich möchte das Ding auch nicht am Ende wieder auseinandernehmen. Hat aber auch den Vorteil, dass es halt dann am Ende richtig gut hält. Wir haben ein paar Teile, die wirklich stark verkratzt sind, aber von der Farbtreue ist es richtig gut. Also das Grau ist richtig gut in der Farbtreue und das Grün ist richtig gut in der Farbtreue. Wir haben da kaum Abweichungen. Und wie gesagt, das Baugefühl ist wirklich, wirklich super. Es fühlen sich die Steine im Einzelnen billiger an als zum Beispiel, wie gesagt, ein Kobi-Stein. Aber es ist nicht so schlimm, dass man es nicht bauen kann. Im Gegenteil sogar, es ist wirklich richtig, richtig gut. Man kann da richtig Spaß damit haben. Und ich meine, es sind jetzt drei Tüten, drei Bauabschnitte und es geht wirklich voran. Also wir haben jetzt schon angefangen, das untere der Panzerwand quasi zu bauen. Und bemerkenswert sind die Pinne hier, wo wir quasi auf der einen Seite eine Achse und auf der anderen einen Pin haben. Die sind super, super gut. Also das sind, glaube ich, die besten Pinne, die ich je verbaut habe. Das einzige Problem, was wir so ein bisschen haben, ist mal wieder die Qualitätssicherung. Wir haben zum Beispiel diesen 1x1er in Grau hier, den ich dann ersetzen musste durch mein eigenes Teil von mir. Den haben wir hier vorne unten verbaut. Der hält halt kaum. Also man kann den draufstecken, da merkt man schon, da ist kein Druck dahinter. Und sobald man den dann quasi dreht, fällt das Ding wieder ab. Das war aber bisher ein Stein bei drei Tüten. Also, wie gesagt, ich bin positiv überrascht. Aber wenn wir natürlich weiter drüber reden wollen, muss ich erstmal weiterbauen und schauen wir mal, ob sich dieses erste positive Gefühl so bestätigt. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten wichtigen Bauschritt wieder. Und fertig sind wir schon mit Bauabschnitt 6 und wir haben jetzt sogar schon ein wenig von der Inneneinrichtung gebaut. Und da haben wir zum Beispiel hier drinnen die Sitze gebaut und so den ganzen Führerstand, würde ich sagen, vom Panzer. Dann haben wir hier so ein bisschen wie so ein Munitionsdepot. Also wir haben hier insgesamt 9 Panzergranaten draufstehen. Haben hier wahrscheinlich schon den Andockpunkt für den Drehturm gebaut und hier hinten das Panzeraggregat. Hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht zu bauen. Ist jetzt so ein normaler Grauton. Kann man auf jeden Fall nichts sagen. Sieht auf jeden Fall wirklich gut aus.
Dann haben wir ja schon angefangen, so ein bisschen den Panzer hier zu verkleiden. Also das ist eben zum Beispiel ein Teil von der Verkleidung. Das ist also zum Beispiel ein Teil von der Verkleidung hier. Leider alles mit Stickern gelöst, was ihr dort seht. Aber wie gesagt, das sind 2000 Teile für 11 Euro. Kann man nochmal drüber hinwegsehen. Dann haben wir hier natürlich auch noch den unteren Teil verkleidet. Ebenfalls alles mit Stickern gelöst. Macht Spaß vom Bauen her. Sieht auch wirklich gut aus. Und auch natürlich von hinten haben wir das nochmal so ein bisschen verkleidet. Also wir sind schon wirklich gut vorangekommen jetzt für 6 Bauschritte. Und im selben Bauschritt, wo wir das Aggregat, also den Motor hinten gebaut haben, haben wir auch die Ketten gebaut. Jetzt muss ich sagen, die Kettenglieder sind relativ klein. Also da werden ein bisschen die Teile hochgetrieben. Das sind die Kettenglieder. Wir haben dort 91 Stück pro Kette und damit natürlich gleich mal 180 Teile ungefähr. Wenn wir jetzt zum Beispiel die Ketten vom Kobi Tank Mark I hernehmen, sind die zwar von der Breite ähnlich, aber mindestens so von der Länge hier. Und da hätte man schon mal nur die Hälfte an Kettengliedern gebraucht. Das Kettenglieder zusammenbauen kann ein bisschen nervtötend sein, weil die relativ straff zusammengehen. Und dann hat man so ein bisschen die Vorfreude, ja, so kleine Kettenglieder, die müssten ja ganz gut laufen eigentlich. Und ich sag mal so, wenn man sie jetzt hochnimmt, laufen die auch wirklich gut durch. Also die haben jetzt keinen Widerstand. Aber leider haben die keine wirkliche Auflagefläche auf dem Tisch, wo sie Grip aufbauen, wodurch sie im Endeffekt komplett fest sind und nicht laufen. Und auch auf einem Teppich habe ich schon probiert, da ist es ein bisschen besser, geht aber auch recht schwergängig. Also die Ketten sind leider nicht der Wahnsinn. Hängt aber auch damit zusammen, dass vor allen Dingen sich hier diese quasi umgedrehten Felgen, die jetzt beim Panzer eben diese Laufschienen hier bilden sollen, recht straff gehen und die Kette eigentlich nur so wirklich auf den zwei Zahnrädern hier aufliegt und eben hier in diesen umgedrehten Felgen, sage ich mal. Und das Problem ist, wenn die straff gehen, verhakt die sich eben dann auch mal mit. Weil manche drehen sich sehr gut, also wie zum Beispiel das, das dreht sich sehr gut. Und manche gehen wirklich sehr, sehr schwergängig, wie zum Beispiel die zwei hier. Schwergängige Ketten sind nicht nur bei diesem Set zu finden. Deshalb versaut es noch nicht das ganze Set. Und ich würde sagen, ich habe trotzdem sehr viel Spaß gehabt bisher. Baue jetzt natürlich weiter und wir sehen uns beim nächsten wichtigen Bauschritt wieder. So, und wir sind jetzt fertig mit Bauschritt Nummer 11 und wir verkleiden jetzt eben dieses ganze Grundgerüst, was wir gebaut haben. Ich muss sagen, hier ist alles wirklich, wirklich massiv gebaut und das macht mir auch sehr, sehr, sehr viel Spaß. Die Teilequalität ist immer noch richtig, richtig gut. Bis auf ein paar Ausnahmen habe ich nichts auszusetzen. Aber erstmal möchte ich euch das gerne zeigen. Wir haben hier quasi jetzt die ganze Seite so langsam verkleidet und das sieht auch wirklich an und für sich nicht so schlecht aus. Ein Problem haben wir natürlich, die Stickersäure fängt hier jetzt an. Und ja, gut, auf der Seite ist es mir etwas weniger gut gelungen. Auf der anderen Seite ist es mir schon besser gelungen mit der Stickerseuche. Aber was habe ich da jetzt zu kritisieren? Einmal habe ich zu kritisieren, diese Teile hier. Die Verkleidung hier sitzt ziemlich, ziemlich locker. Weil wir haben hier nur diese Gitter quasi. Dieses Türenteil stecken wir hinten ins Gitter rein. Und damit haben wir dann so diese Panzerungsoptik. Das sieht nicht schlecht aus an und für sich, aber die fallen halt sehr schnell ab und sind sehr fragil. Ist nicht unbedingt das Stabilste, was man da bauen kann. Ein anderes kleines Problem, was das Set hat, ist die Verbindung von diesem Seitenteil mit diesem Teil hier vom Hauptkörper. Das wird nämlich hier nur über diese zwei Teile gehalten. Diese zwei Teile sind aber auch nicht wirklich fest und passen nicht so gut. Also die Aussparung hier oben passt mit der Noppe nicht wirklich gut zusammen und deshalb drückt's das dann bei zu viel Druck wieder raus. Und deshalb ist es auch eine ganz schöne Qual, dieses Seitenteil dort festzumachen. Im Endeffekt funktioniert und im Endeffekt hält's, aber das ist ein Manko bei der Bespielbarkeit. Wenn man das einmal gebaut hat, hofft man, dass es hält und nie wieder abfällt. Und natürlich auch diese leicht abgehenden Seitenteile hier, wie ihr auch gerade hier wieder gesehen habt, also ich kann es nur mal ganz normal hinlegen. Ja, das ist eben auch so ein Problem, was bei der Bespielbarkeit dann auf jeden Fall Minuspunkte gibt. Noch ein kleiner Kritikpunkt vom Aussehen her ist dieser Übergang. Also der sieht bisher noch nicht wirklich schön aus. Wir bauen natürlich aber auch noch einiges an dem Teil. Vielleicht sieht das am Ende besser aus, aber das hätte man schon ein bisschen eleganter lösen können. Ebenfalls muss man sagen, das Ding wird langsam massiv und fängt auch an was zu wiegen. Und dadurch kommt es auch wieder ein Stückchen wertiger rüber. Ich baue auf jeden Fall weiter und wir sehen uns beim nächsten wichtigen Bauschritt wieder. Es fehlt nicht mehr viel, bis wir den Leopard-Tank fertig gebaut haben. Tatsächlich sind es nur noch zwei Teiletüten. Warum ich euch das jetzt trotzdem schon mal als Bauschritt hier zeigen möchte, hat im Endeffekt einen Grund. Weil ich habe mich ja am Anfang nicht darüber beschwert, aber ich habe ja gesagt, dass ich schade finde, dass man später die schönen Details, die man im Inneren baut, nicht mehr sieht. Aber so wie es aussieht, hatte ich damit Unrecht. Und zwar kann man das hier alles modular rausnehmen, also zum Beispiel hier die Luke.
oder auch hier hinten die Abdeckung vom Motor, kann man modular rausnehmen und kann sich das nochmal mit anschauen. Und das finde ich wirklich, wirklich cool gemacht, weil so schafft man es, dass er von außen gut und geschlossen aussieht, aber man trotzdem im Endeffekt von innen immer noch schauen kann, was man gebaut hat. Da bin ich ein großer Fan von. Ansonsten bauen wir ja momentan den Geschützturm. Den kann man auch hier aufmachen. Dann ist nochmal hier so ein paar Panzergranaten mit drin. Finde ich jetzt nicht so unbedingt gelungen, weil die sind hier kaum arretiert quasi und sind dort drin wirklich lose. Die sollte man wahrscheinlich auch, wenn man mit dem Set spielen möchte, rausnehmen, weil sonst hat man im Endeffekt die ganze Zeit hier irgendwelche Tic-Tac-Laute beim Spielen. Diese. Ja, geht auf jeden Fall besser. Und wir haben hier auch noch ein paar Luken gebaut. Aber ich würde sagen, dazu dann später auch mehr, wenn wir das Set noch fertiggestellt haben. Und ich würde sagen, dieser große Schritt kommt bald. Ich freue mich schon richtig, richtig. Der Bau hat bisher einen Spaß gemacht. Ich hoffe, die letzten Bauabschnitte machen genauso viel Spaß. Und dann seht ihr das Set in 3, 2, 1. Und fertig ist der Gulu Gulu 2000 Teile Leopard Tank. Und ja, über die Bezeichnung Leopard lässt sich streiten. Und ja, dieses Set hat auch Fehler, über die wir auf jeden Fall jetzt nochmal sprechen werden. Aber trotzdem kann ich euch von vornherein sagen, dieses Set bekommt von mir eine Kaufempfehlung, weil wir hier wirklich 2000 Teile plus minus haben. Also ich hatte eine Differenz von 20 Teilen drin im Vergleich zur Teileangabe. Wir haben aber auch noch ein paar Ersatzteile. Dementsprechend gleicht sich das dann mit den Teilen, die in der Anleitung stehen, wieder aus. Dementsprechend haben wir hier ein Set mit über 2000 Teilen für nicht einmal 12 Euro. In dem Sinne steht im Endeffekt fest, dass wenn dieses Set zumindest Spaß macht und seine guten Seiten hat, ich für dieses Set eine Kaufempfehlung geben muss. Ich habe da gar keine andere Wahl und dementsprechend gibt es jetzt schon mal von mir am Anfang eine Kaufempfehlung. Ich sage auch gleich, die Stärke von diesem Set ist im Endeffekt ein Displaymodell. Man kann sich's hinstellen und es sieht ganz gut aus. Es ist jetzt nicht 1:1 originalgetreu oder ähnliches, aber man kann sich das wirklich gut ins Regal stellen. Und man freut sich darüber. Was dieses Set auf keinen Fall wirklich gut kann, ist ein Spielset zu sein. Das hängt einmal offensichtlicherweise damit zusammen, dass sich ja die Ketten nicht wirklich drehen. Also wenn man jetzt damit rumfährt, man schleift über den Boden, die Ketten drehen sich nicht. Habe ich ja schon im Bau gezeigt. Nächster großer Fehler, oder beziehungsweise eine Stelle, die darauf zielt, dass es eben ein Display-Set ist und kein Spielset, ist, dass man den Turm nicht wirklich drehen kann. Der ist zwar an und für sich drehbar gelagert, aber der eckt halt an jeder Stelle, die man hier hat, an. Also hier vorne eckt er an, hinten eckt er an, man kann den kaum drehen. Man kann zwar hier vorne im Endeffekt das Geschütz nach oben und unten einstellen, was aber für ein Displayset eben auch essentiell wichtig ist, dass man dort auch mal das Geschütz nach oben drücken kann oder nach unten, aber zum Spielen ist das Ganze nicht gedacht. Was wir so an coolen Sachen haben, habe ich euch ja an und für sich schon gezeigt. Also einmal kann man hier den Turm natürlich dann spielend leicht abnehmen. Den legen wir mal zur Seite und dann sieht man quasi hier drin eben nochmal das Interieur, wenn man das auch nochmal darstellen kann. Man kann hier halt wirklich alles modular abnehmen und wieder draufsetzen. Das ist im Endeffekt wirklich ein Set, wo man sagt, hey, guck dir das mal an, das ist ein cool gebautes Set, aber es ist eben nichts, mit dem man spielt. Das ist eben wirklich so ein 18-Plus-Display-Set. An und für sich sonst habe ich alles schon dazu gesagt. Der Bau hat Spaß gemacht, die Teilequalität ist in Ordnung. Man kann hier oben zwar auch noch die Luken öffnen, aber das geht auch relativ schwergängig. Und das ist jetzt auch kein unbedingtes Spielfeature in dem Sinne. Man merkt auf jeden Fall, Gulu Gulu hat sich hier Gedanken gemacht beim Bau und das verdient im Endeffekt Anerkennung und vor allen Dingen, wie gesagt, der Preis verdient Anerkennung. Natürlich kann man in so einem Maßstab mit 2000 Teilen auch viel mehr Details von so einem Panzer darstellen, die ich euch dann nochmal am Ende des Videos, wie ihr das von mir manchmal gewohnt seid, mit so einer kleinen, mit Musik unterlegten Videoaufnahme zeige. Was noch ganz cool zu erwähnen ist, ist eine Masse, die wir so an Teilen noch als Ersatzteile haben. Da haben wir hier einige Plates, ein paar Fliesen, vor allen Dingen auch große Fliesen dabei. Haben ein paar Arme als Ersatzteile für die Figuren. Haben hier nochmal so eine Rolle. Ja, ebenso ein paar einzelne Teile, auf jeden Fall immer schön, wenn es mit dabei ist. Dann haben wir hier nochmal so einen Plasteträger, wo nochmal ein paar Waffen für die Soldaten dabei sind. Da haben wir eine Machete, eine Pumpgun, ein Snipergewehr. Das sind jetzt nicht die schönsten, vor allen Dingen, weil sie auch nur in grün gehalten sind. Aber es ist okay und wenn es dabei ist, ist es dabei. Dann haben wir noch 5 Soldatenfiguren dabei. Die sind aber wahrscheinlich schwierig. Ich habe sie aus China importiert. Das ist durch den Zoll gekommen. Zum Glück nicht aufgehalten worden. Aber ich denke, mit diesen Figuren könntet ihr Probleme haben. Und die sind es im Endeffekt auch nicht wert, sie durchzuschmuggeln, weil die Arme und Beine sind sehr straff oder sehr lose. Die sind zum Spielen nicht geeignet, im Endeffekt wie der Panzer, sondern die kann man nur hinstellen. Und dann sehen sie in Ordnung aus. Ich meine, sie sind vorne bedruckt auf der Brust und auf den Beinen. Von hinten sind sie nicht bedruckt. Da sehen sie auch nach nichts aus, so unbedingt. Ja, es ist okay.
Ich habe euch jetzt nochmal die beigen Soldaten quasi gezeigt. Hier haben wir nochmal die in grüner Tarnkleidung. Ist vom Druck dasselbe. Es ist eigentlich immer dasselbe Druck auf Brust und Beinen. Die Gesichter sind schön gestaltet. Also hier haben wir zum Beispiel jemanden, der ein Headset noch mit hat. Haben wir immer mal auf den Gesichtern noch ein paar Narben versteckt. Da sind die Gesichter auf jeden Fall ein bisschen mehr Liebe reingeflossen als in die Figuren an sich. Sie sind qualitativ nicht der Hammer. Also wie gesagt, die reichen nur zum Hinstellen. Und das war es im Endeffekt auch zu dem Set. Es ist kein perfektes Set. Aber es ist ein gutes Set und vor allen Dingen ein preisgünstiges Set. Und dementsprechend gibt's, wie schon am Anfang gesagt, auf jeden Fall dafür eine Kaufempfehlung. Ihr werdet damit auch Spaß haben, genauso wie ich. Wenn ihr natürlich dieses Set selber besitzt, schreibt gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren, ob ich quasi eine positive Ausnahme von der Verteilequalität war oder ob die immer so gut ist. Und dann könnt ihr natürlich noch einen Daumen nach oben und ein Abo dalassen, wenn euch das Video im Allgemeinen gefallen hat. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, euer Valley Brick. Es ist Herbst, es ist warm, mir ist dennoch kalt. Gerade wenn ich morgens aus dem Bett rausfall. Dicke Luft, keine Sicht. Und dass es nebelig ist, davon rede ich nicht. Ich hab dich schon seit Tagen nicht gesehen. Möchte gern mal fragen, wie's dir geht. Wir haben schon lang nichts mehr erlebt. Es gibt mit Sicherheit doch noch vieles zu erzählen. Doch du willst mich nicht sehen, du willst mich nicht treffen. Du willst, dass ich geh, keine Gefühle verletze. Bisschen traurig, wie du von mir denkst, wenn man bedenkt, dass man sich schon so lange kennt. Tu's ja so, als hätten wir uns nie gekannt.